Herzlich willkommen zu einem Let's Play Uruhi and the Blind Forest. Neben mir sitzt ich. Und ich. Ja, okay. In diesem Spiel geht es um einen Waldgeist, Uri, der von seinem Vater, also einem Geisterbaum, getrennt wird und daraufhin von einer Bärin adoptiert wird quasi. Und dann stirbt dieser Geisterbaum und Naruau und später auch Uri, aber mit dem letzten Rest des Geisterbaums belebt dieser Uri wieder, sodass dieser versuchen kann, den Wald zu retten. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich schon mal an. Noch so ein paar Hintergrundinformationen. Dieses Spiel wurde von den Moon Studios präsentiert und von Microsoft Studios veröffentlicht. Und es ist auch gar nicht so alt, es ist im März 2015 erschienen, also sogar noch in diesem Jahr. Okay, dann starten wir dieses Spiel und erstmal sehen wir uns im Intro wieder. Wir befinden uns gerade in dem Körper von Naru, den wir mit A und D nach links und rechts steuern können. Und wir können mit der Leertaste springen. Irgendwas ist da gerade zum Blatt oder so, ist da gerade runtergeflogen. Wir müssen erst nachgucken, was es ist. Und es hat sehr stark geleuchtet. Ja. Und übrigens, dieses Spiel spielt man in Einzelspieler, das heißt, man kann nachher nicht zusammen Naru und Uri gemeinsam spielen. Ja. Also man kann es nur im Einzelspieler spielen. Und es ist halt auf Deutsch. Oder Englisch. Ja. Kann man einstellen. Gut. Und so hat Naru wieder nach dem Intro. Naru ist gerade gestorben und der Wald sieht nicht mehr so schön aus und hat all seine Farben verloren. Und Uri wurde gerade von dem Geisterbaum und von all diesen Blumen wiedererweckt. Er ist nämlich ebenfalls gestorben. Ja. Unsere Vermutung an Essensmangel. Ja. Oder an Traurigkeit oder so. Genau, cool. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter im Text. Wie gesagt, wir haben das schon ein bisschen angespielt. Deswegen kennen wir uns hier schon ein bisschen aus. Hier zum Beispiel, das ist eine Todespflanze, zeige ich mal kurz. Au! Au! Tot. Ah, scheiße. Okay. Ja. Dann an solchen Checkpoints wird man. Ja? Ja, an den Checkpoints wird man halt wieder belebt. Wenn man stirbt, das ist das Praktische hier. Und wie ihr seht, Uri ist ziemlich sportlich. Also kann hoch springen. Und wenn man oft genug gesprungen ist, und er kann halt auch an den Stämmen vorbeispringen, obwohl es ein 2D-Adventure ist. Ja, also, er kann auch an Stämmen vorbeispringen. So, dann. Oh, was ist das? Ja, wie gesagt, wir haben das schon ein bisschen angezockt, deshalb wissen wir schon so halbwegs, was wir hier machen müssen. Ja. Genau, das da ist dann. Das ist halt Erfahrung, ja. Genau, das ist Erfahrung. Und das geht quasi auf. Genau. Und damit kann man auch später im Spiel dann Sachen aufleveln. Und das ist ein kleines gästliches Gefäß, die kann man auffinden. Genau. Die bringen mehr. Genau, die bringen fast die Hälfte. Ist die Hälfte momentan. Und das hier ist quasi so ein kleines Licht, was quasi der Geisterbaum ist. Also ein Teil vom Geisterbaum. Ja. Das begleitet uns halt und kann verteidigt sich für uns. Genau. Jetzt gleich werde ich sehen, was es kann. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade einen Levelaufstieg, dann fühlt sich alles nicht mehr auf. Genau, da gibt es noch mehr EP. Und mit diesem Level, mit diesem EP-Level, da haben wir gerade eben auch ein Lebenspunkt wieder gekriegt. Jo. Und ja. Das zeigen wir euch jetzt, was man damit machen kann. So. Hier bei diesen Checkpoints kann man. Bei den Checkpoints da kann man hier auf E drücken, dann kann man den Fähigkeitsbaum aufrufen. Hier kann man zum Beispiel diese Flammensalbe, die macht 3 Flammen ohne Nachladen. Genau. Und der Geistermagnet macht die meisten Sammelobjekte, zieht er an.
Und wieder erwecken bringt nicht so viel. Ja. Da wissen wir auch nicht wirklich. Dann nehmen wir die Flammensalbe, weil genau. Damage ist immer gut. Jo. Okay. Da hinten gibt es auch noch ein paar kleine Pflanzen, die man auch noch. Gehen wir mal zurück. Ja. Andere Richtung. Ja. Bitte. So, diese kleinen Dinger hier kann man auch angreifen und da kommt so ein bisschen EP raus. Ja. Oder manchmal nicht, auch andere Dinge. Ja, manchmal kommt da auch so ein bisschen Leben raus, aber meistens eigentlich EP und manchmal gibt es auch EP und Leben. Dann natürlich mehr EP als Leben. Ja. Okay. Ich würde dann mal auch sagen, das war's dann schon von diesem Spiel. Falls ihr das gut findet und dass euch das auch anlegen möchtet, könnt ihr es euch bei Steam holen. Oder für die Xbox One. Jo. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Kommentare habt, in die Kommentare. Ist ja logisch. Ein Like wäre nett. Bis irgendwann. Ciao. Jo.